Einen schönen guten Morgen. Ich bete dich an. Du hast für mich so viel getan. Also das Lied sagt die ganze Botschaft, Herr, du gingst für mich nach Golgatha. Und das ist jetzt die ganze Karwoche, die vor uns liegt. Also der Herr ging für uns nach Golgatha, um uns Frieden zu schaffen, Freude zu geben. Ja, das Leben, dass wir es genießen können. Ich freue mich für jeden Einzelnen. Und deshalb ist mir so wichtig, dass du einfach dich Liebe Gottes genießt. Genieße die Liebe Gottes. Mein Thema ist, erlebe deine Befreiung von deinen Beklemmungen, von deiner Krankheit, von deinen Sorgen. Die Befreiung, einfach alles fallen lassen. Du kannst sowieso nichts mitnehmen nach drüben. Drüben braucht man die ganzen Sachen gar nicht. Ja? Drüben ist alles ganz anders. Drüben braucht man andere Währung, anderes Geld. Dort ist andere Politik. Ja, die Politik Gottes. Freu dich. Erlebe deine Befreiung. Erlebe deinen Passa, erlebe deinen ganz persönlichen Auszug aus Ägypten, was es auch immer ist, aus dieser Welt. Ja, erlebe. Einfach zurücklassen, vergessen und vorbei. Ja, du nimmst nichts mit. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn du darüber nachdenkst, du nimmst nichts mit. Ja, ich habe so viel. Ich habe 100 Quadratmeter Wohnung, ja, und da fast 7000 Bücher und dann noch so viel anderes Klimbim. Du nimmst nichts mit. Erlebe deine ganz persönliche Erlösung, alles loslassen. Und ich bewundere die Leute, die schon jetzt anfangen loszulassen, das aufzugeben, jenes aufzugeben, was es auch immer ist. Ja? In einem menschlichen Körper ist Geistiges und Geistliches und Fleischliches und Materielles und was auch immer ist, alles ist da drin und es muss loslassen. Ja? Den Körper musst du loslassen. Wenn ich nur an meine Silvia denke, die wird jetzt verbrannt, stell mal vor, verstehst du? Alles und mal loslassen. Ich habe die Schlüssel abgegeben, den Kater abgegeben und bin weitergezogen. Was du geistig erlebst, erlebst du auch seelisch. Ja, loslassen. Es ist so schlimm, wenn man so äußerlich versklavt ist mit materiellen Dingen, das brauche ich. Also, was braucht der Mensch, um überhaupt zu leben, zum Überleben? Was braucht er wirklich? Ja. Das, was du hier im Herzen hast, das ist ausschlaggebend. Alles andere kannst du vergessen. Ja, und verbinde dich mit Gott, mit dem ewigen Allmächtigen, was auch immer ist. Vergiss die ganzen Kränkungen, lass sie los, die Kränkungen, wo man dich verletzt hat, wo man dich schief angeguckt hat, wo man dich nicht begrüßt hat, wo man dir den Teufel unterstellt hat oder was auch immer ist. Ja. Hier innen drin beginnt das ganze Heil, die ganze Erlösung. Hier innen drin, im Herzen. Ja. Das, was dich stärkt, das macht dich stark. Das, was dich kränkt, macht dich krank. Ja. Was dich äußerlich entmutigt, macht dich auch innerlich entmutigt. Ja. Der Mensch ist eine Ganzheit, aber das Irdische lassen wir da. Ja. Das Fleisch bleibt hier und die Seele geht zu Gott. Die Seele geht zu Gott. Und das ist wichtig zu wissen. Mein Geist, meine Seele geht zu Gott. Das, was mir Frieden gibt, das geht zu Gott. Das, was mich heilt, was mich stärkt, was mir Freude gibt. Denn das Leben ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Und alles andere ist nicht. Das Essen kannst du vergessen. Was, denk doch mal drüber nach, wie viel wir aufgefressen haben, wie viel Ochsen, wie viel Schweine, wie viel, was weiß ich, ja, wie viel Zentner Kartoffeln oder Gemüse, was auch immer ist, wenn man Vegetarier ist, was wir da alles so verspeist haben. Ich habe mal eine Rechnung aufgemacht, also für eine Predigt mal so nachgedacht, was wir alles so gegessen, getrunken haben, wie viel Hektoliter Wasser, Saft oder was auch immer wir gesoffen haben, Entschuldigung, dass ich so sage, aber so ist es. Und was ist dann nachher der Mensch am Schluss? Gar nichts. Er wird Asche. Er wird Asche. Ja. Das, was du im Alltag erlebt und erfahren hast, das bleibst. Und deshalb ist, verbinde dich mit Gott, mit dem Ewigen, mit dem Allmächtigen. Wir sind ganz fein gestrickt, also sehr empfindlich. Und wie empfindlich ist manchmal der Mensch, körperlich und geistlich. Ja, wir sind so miteinander verbunden. Also das, was deine Seele betrifft, betrifft auch deinen Körper. Und was deinen Körper betrifft, betrifft auch deine Seele. Beides miteinander. Und wir müssen es unterscheiden und lernen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ein Mensch, der innerlich glücklich ist, der ist auch äußerlich glücklich. Es ist so wichtig, dass du innerlich glücklich bist.
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wird es wohl in dem Herrn. Ja. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht, so steht in meiner Bibel. Wenn du bitter bist, ist dein ganzes Leben verbittert. Wenn du sauer bist, ist das ganze Leben versauert. Ja, dein Inneres bestimmt dein Äußeres. Ja, entweder bist du süß und lieb oder sauer und bitter. So wie dein Leben aussieht, so bist du in Wirklichkeit. Wenn du nicht aufpasst, ja, dich gehen lässt, kommt Bitterkeit automatisch. Dann musst du gar nicht groß was tun, das kommt von selbst. Das Böse kommt von selbst. Ich frage manchmal, wo ist das Böse? Ich habe bei meinen Kindern oft mich aufgeregt. Ich habe gesagt, du, solche Worte habt ihr bei uns gar nicht gehört. Ja, und dann reden sie blöde Worte, dumme Worte, ja, negative Worte. Und ich habe gefragt, wo habt ihr das her? Ja. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Depression erfordert keine große Energie, kommt von selbst. Du musst nur dich gehen lassen. Ja. Und Depression führt dich nach unten. Du wirst der alte Mensch so aus dem Paradies vertrieben. Dornen und Disteln wachsen auf deinem Weg. Und dann wirst der alte. Ja. Die Tage haben mein Enkel hier gehabt, also mein Sohn und mein Enkel. Und dann frage ich, wo wollen wir essen gehen? Ich möchte einen Döner haben. Bei uns, also in Süddeutschland, da unten, in Freudenstadt, Kniebels, gibt es keinen Döner anscheinend. Wir wollen Döner essen. Ja, auch. Und dann sind wir nachher noch anschließend ins Café gegangen. Aber wie gesagt, einen Döner will er essen, unbedingt. Du siehst, wie das Herz eines Menschen ist. Ja, wir sehen immer wieder das Negative, das, was in unserem Leben prägt, was wir nicht haben, was wir nicht haben. Und deshalb ist das Böse, das Negative, verwandelt sich so schnell in unserem Leben, wird es offenbar. Also ich habe mich so oft über meine Kinder gewundert, wo kommt das alles her? Das haben sie bei uns noch nie gehört. Noch nie gehört. Aber dann die Schimpfworte, die Stallsprache oder was auch immer sei. So wie die Kinder Israel, die sind aus Ägypten ausgezogen, dann waren sie in der Wüste und da kamen sie an eine Wasserfläche und es sah sehr schön aus, aber das Wasser war bitter, Mara, ja, war bitter, ungenießbar. Aber erst das Kreuz hat es genießbar gemacht. Erst Jesus Christus macht unser Leben genießbar, dass wir genießen können, wenn das Wasser versüßt, verwandelt durch das Kreuz Jesu Christi. Da wird der Fluch zum Segen gemacht. Und deshalb, jeder Fluch kann umgewandelt werden. Fang an, positiv zu bekennen, positiv zu leben. Und du wirst merken, das funktioniert wunderbar. Ja, Berge werden versetzt. Berge werden versetzt. Erlebe deine Befreiung, ist mein Thema heute Morgen. Deine Freiheit. Werde ein freier Mensch, von allen Verklemmungen befreit, von allen Vorurteilen befreit. Ja, der alles richtig macht. Ja, ein freier Mensch lässt alles los, brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ja, verschenkt sich. Und das ist so schön in seinem Leben, dass man sich verschenken kann, noch zu Lebzeiten, nicht erst, wenn man gestorben ist. Ja, da wird einem alles genommen und dann kommt die Müllabfuhr und nimmt das ab, alles einem weg. Ich habe neulich in Seelendorf jemanden beerdigt und der hat eine ganz tolle Sammlung gehabt von Schmetterlingen und Käfer und so weiter. Das war so seine Lieblingsbeschäftigung. Und das größer als dieses Zimmer hier hat er so eine Sammlung gehabt. Und dann habe ich die Angehörigen gefragt, was macht ihr damit? Das kommt alles in den Müll. Ich habe gesagt, gib doch dein Naturkundemuseum oder sonst wo. Denn der hat dann ganz schön nummeriert und alles aufgeschrieben, wer und was. Und das ist, hat sich so beschäftigt mit den Käferchen. Ja, aber das wird alles der Müllabfuhr abgegeben. Ein freier Mensch lässt los zu Lebzeiten. Hätte er das zu Lebzeiten der Naturkundemuseum gegeben, dann hätte das Naturkundemuseum eine große, großartige Sammlung gehabt. Vertrau dich nicht negativen Menschen, deinen Angehörigen, die werden schon alles machen. Nein, die werden dich entsorgen. Ja, bei der Müllabfuhr, die werden dich entsorgen. Sei sicher. Ja, mach dir keine Sorgen. Erlebe das Fest deiner Befreiung. Wir haben ja die Karwoche hier. Ja, zieh aus Ägypten, was das auch immer bedeutet. Erlebe deine Befreiung. Lass dich einfach in die Hände Gottes fallen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das, was ich bin, das bin ich nur für die Ewigkeit.
Und wir sollen anfangen, für die Ewigkeit anzuleben, nicht für dieses Leben. Dieses Leben geht so schnell vorbei. Guck mal, ich bin schon 75. Ja, 75. Und manchmal komme ich mir so vor wie ein kleiner Bub mit 18 Jahren, wenn ich dran denke, so, was ich so als Lausbub alles gemacht habe. Und ich bin in der Schule mal und der Lehrer hat mich so zusammengestaucht, das habe ich mich so erschrocken. Johannes, du denkst nicht für die, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Und wir lernen hier, auch jetzt in unserem Leben, egal wie alt wir werden, für unser Leben. Ja. Wir lernen für unsere Ewigkeit. Verzweifle nicht, es geht weiter, wie auch immer. Lebe jeden Tag einzeln. Ja, heute, ja, Passa, morgen ist Ostern und übermorgen ist Pfingsten und was weiß ich, was da alles noch so nacheinander kommt. Jeden Tag beginnt was Neues und fang ein neues Kapitel in deinem Leben an. Ja, jeden Tag was Neues. Du stehst auf und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein. Ja, spring aus dem Bett. Und dann fang den Tag gut an. Und so wie du den Tag anfängst, so verläuft der ganze Tag. In aller Liebe. Ich weiß es. Ja, in den, all den Jahren habe ich das alles erlebt und durchlebt. So wie du den Tag anfängst, so wie die erste Stunde am Tag ist, so wie der erste Tag im Jahr ist, so wie der erste Tag in der Woche ist, so ist die ganze Woche. Lebe jeden Tag einzeln, nütze das heute. Das ist meine Parole, die ich ausgebe. Nütze den Tag. Dein größtes Problem, Bruder, Schwester, lieber Freund, ist dein Inneres. So wie du hier innen drin stehst, so wie du den ersten Tag beginnst du, so lebst du den Rest deines Lebens. Der Teufel soll nicht dich innerlich einschränken. Nein, im Gegenteil, nimm dir die Freiheit. Lobe Gott, ob es jetzt einem passt oder nicht passt, ist es vollkommen wurscht. Ja, nimm dir die Freiheit. Du wirst nicht gelebt, sondern du sollst leben. So ist es die Parole, was uns die Bibel lehrt. Wir werden von innen bedroht. Das darfst du nicht, das kannst du nicht, das ist nicht möglich. Bei Gott ist alles möglich. Ja. Lass dir deine Freiheit nicht untergraben. Sag immer wieder, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja, ich kann. Wenn du ich sagst, sag nie, 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 nie was Negatives dahinter. Ja, ich, ja, das bist du und das ist Gott in dir. Mit Gott wirst du Berge ersteigen und die Berge übersteigen und auf der anderen Seite wieder rauskommen. Du wirst den Gipfel deines Lebens erreichen, denn Gott ist für dein Leben dieser Hauptfaktor. Dein Gott bestimmt dein Leben. Lass dich für dein Leben nicht von anderen Leuten bestimmen. Leb du dein Leben. Leb du dein Leben. Ja? Hab keine Angst. Sterben müssen wir alle sowieso. Verstehst du es vollkommen? Die ganzen Ängste, was wir so haben, ja, es wird nicht klappen. Doch, es klappt. Lass dich einfach von Gott führen. Und in meiner Bibel heißt es einmal, Psalm 23, und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Nicht um meines Namens, weil ich Matthäus heiße. Nein, um seines Namens willen. Tue nur jeden Tag, was er dir sagt, was sein Herz dir sagt. Manche Leute haben Probleme mit dem Herzen. Die sagen, das Herz ist ein verzagtes Ding. Gewiss, aber in meinem Herzen wohnt der liebe Gott. Mein Herz ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Leben, das Blut pumpt vom Gehirn bis an den Zehen. Ja, und ich soll die Liebe Gottes erfahren und leben. Zweifle nicht an der Führung Gottes in deinem Leben. Lass dich von Menschen nicht verunsichern, auch nicht von frommen Menschen, auch nicht von irgendwelchen Heiligen, Superheiligen. Lass dich nicht verunsichern. Ja, du sollst nicht vom Weg abweichen, sondern die Absichten Gottes tun. Und ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ja, egal wie alt du wirst, es spielt keine Rolle. Halte dich an den Absichten Gottes für dein Leben. Ja, meide das Böse, mach alles richtig, so gut du kannst. Und vieles kannst du gar nicht richtig machen, selbst wenn du es möchtest. Unser Leben ist programmiert auf Fehler. Und nur aus den Fehlern lernen wir. Ich hab am meisten in meiner Schule gelernt. Also ich habe so schön wunderbaren Aufsatz gemacht, glaube ich, 2 oder 3 Seiten. Und dann kriege ich zurück, alles durchgestrichen mit roter Farbe. Thema verfehlt. Und wie oft verfehlen wir das Thema in unserem Leben? Wie oft? Ja. Sei immer Gott verpflichtet. Vertraue ihm.
Bei ihm zählt es am Ende und dann habe ich aufgepasst, dass ich das Thema nicht mehr verfehle. Ja? Dass ich mich auf das Thema konzentriere. Und deshalb, meine ganzen Predigten, die ich hier halte, sind Themenpredigten. Ja, wir sind eine Predigtkirche. Leute hören diese Predigten im Internet. Wenn ich hier Amen gesagt habe, mehr als 1300 Leute hören diese Predigt. Hier hörst du nur du. Ja, aber draußen, wenn ich schlafe, ja, selbst da hören die Leute die Predigt. Und ich kriege Post und Zuschriften und Fragen. Ja, und die sagen ganz genau, was ich gepredigt habe. Das ist interessant. Die sagen ganz genau. Und die haben bis zum Schluss gehört, denn ich, am Schluss sage ich immer das Wichtigste. Deshalb muss auch am Schluss, bis zum Schluss hier bleiben. Bei Gott zählt das Ende und nicht der Anfang. Ja, das Ende zählt bei Gott. Und deshalb schaut ihr Ende an. Wie endet ein Mensch? Endet er mit Depression, mit Verzweiflung, mit Ängsten oder mit Krankheiten? Ja, oder mit Freude? Den Menschen sieht man das gar nicht an. Ja. Wichtig ist, dass du durchkommst, das andere Ufer erreichst und sagst, oh Lob und Dank, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich angekommen. Wichtig ist, dass du die Freiheit erreichst. Und mein Thema ist, erreiche deine Befreiung. Dass du sagst, Pharao, vergiss dich, rutsch mir den Puckel runter. Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Das Negative soll mir den Puckel runterrutschen. Ja, du sollst den Pharao abschütteln, das Negative abschütteln. So wie die Gans das Wasser. Und dann bist du wieder trocken. Bleibe vor Gott. Lege alles Ungöttliche, und hör mir gut zu, alles Ungöttliche, alles was negativ ist, was pessimistisch ist, was irgendwie negativ ist, leg das alles ab. Das müssen wir sowieso da lassen. Warst du schon mal im Keller? Im Keller sind meistens Sachen, die du gar nicht mehr brauchst. Wir haben die Tage Rohrbruch gehabt, wir mussten meinen Keller ausräumen, alles. Da habe ich gemerkt, du, so viel das brauche ich gar nicht. Versuch das hier im Keller unten. Ja, was sucht es? Ja, oder auf der Bühne, am Dachboden. Bleibe vor Gott und lege alles Negative ab. Das wirst du nie mehr brauchen. Und wir sollten uns immer wieder fragen, brauche ich das noch? Lese ich das noch? Werde ich das noch ernst nehmen? Hat es mir noch was zu sagen? Vergiss es. Und wenn es nichts mehr hat, hat das bei dir auch nichts mehr zu suchen. In aller Liebe. Ich predige Befreiung von falschem Denken, von falschen Gedanken, von falscher Einstellung. Ja, lass es. Gib es der Müllabfuhr, die holst du sowieso ab, früher oder später. Da wirst du dich noch wundern, ja, was da noch alles passiert. Erlösung fängt hier im Kopf an. Nicht woanders, im Kopf. Und dann geht es über deine Zunge, über deine Worte, was du sagst. Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat der alte Hiob einmal gesagt. Die Rettung beginnt in unseren Gedanken. Befreie dich vom falschen Denken. Brauche ich das noch? Werde ich das noch mitnehmen in der Ewigkeit? Ja, brauche ich das noch? Und vieles brauchst du gar nicht mehr. Erlösung geht durch den Kopf, durchs Gehirn, durchs Verstehen. Und das, was du verstehst, das hast du begriffen. Was du nicht verstehst, lass es bleiben. Später kommt es noch, da kommt es noch drauf. Zu einem Prediger, Spurgeon damals in London, der war ein großer Prediger, hat ja, jahrelang vor mehr als 10.000 Leuten gepredigt. Da kommt jemand und sagt, ja, Bruder, ich habe so viele Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Dann sagt der Spörtchen, ja, was machst du mit dem Fischessen, wenn du Gräten bekommst? Das lasse ich liegen. Ja, und genauso ist es, wenn du Fisch isst, lass doch die Gräten, die du jetzt nicht schlucken kannst, liegen. Vielleicht kannst du eines Tages verdauen, irgendwann durch den Mixer laufen. Heute beschäftigen wir uns mit der Gehirnwäsche, mit der Gehirnreinigung. Ja, befreie dich von allen negativen Gedanken, was es auch immer ist. Befreie dich von der Zurückweisung, von der Ablehnung. So viele Menschen sind abgelehnt. Dich wollten wir auch gar nicht. Du bist das dritte Kind oder das fünfte Rad, was auch immer. Ja, und in fernen Liefen. Nimm dich an, so wie Gott dich angenommen hat. Gott hat dich gewollt, Bruder, Schwester. Halleluja, Lob und Dank. Ja. Betreibe jetzt eine Gehirnreinigung. Ich bin von Gott gewollt, auch wenn die Gesellschaft mich nicht annimmt, auch wenn die Gemeinde mich nicht annimmt, auch wenn die Frommen mich nicht annehmen, aber Gott hat mich gewollt. Meine Gene hat sich durchgesetzt. Ja, da waren Millionen anderen Genen da, aber meine Gene hat sich durchgesetzt und sich ja,
eingepfropft in meine Mutter und sie hat mich ausgetragen und jetzt bin ich da. Obwohl sie mich gar nicht haben wollten. Ja, vielleicht. Ja, es gibt so viele Dinge. Ja, lehnen die ganze Zurückweisung, Ablehnung, die ganzen falschen Gedankengänge ab. Das ist alles nur vom Teufel. Gott hat dich gewollt, so wie du bist. Klein, groß, dünn, dick, ach, was weiß ich. Erlösung beginnt hier, dass wir die falschen Reaktionen von unserem Leben loslassen. Ich bin von Gott gewollt. Und Gott schreibt auf die krummen Linien gerade Lob und Dank. Er schreibt seine Geschichte mit dir und mit mir. Ja, vergiss die ganzen falschen Vorstellungen, was die Leute dir erzählt und verzapft haben. Die ganze falsche Bibelauslegung. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich predige ja schon 55 Jahre und mehr. Ja, und ich muss eines sagen, da gibt es so viel Irrtümer im christlichen Lager. So viel Irrtümer. Ja, die legen da so nach ihrer Fassung die Bibel aus, was sie denken, was mal der Darby oben in England gedacht hat oder irgendein anderer frommer Ausleger. Ja, du musst deine Bibel selber finden. Entdecke Gott durch deine Bibellese, durch deine Andacht. Lass dich von Heiligen Geist führen und er wird euch aufklären und er wird euch geben. Und der Geist macht uns frei. Nicht, was die Evangelisten und die ganzen Brüder und Schwestern gesagt haben. Finde du deinen eigenen Weg. Das predige ich immer wieder. Lass dich erlösen von der ganzen falschen Bibelauslegung. Du sollst die Bibel selber auslegen. Die Bibel ist für dich geschrieben, nicht für die anderen. Für dich. Und fang die Bibel für dich zu lesen, so wie Gott es wollte. Ja, Gott will dich befreien von den ganzen frommen Lügen. Und es gibt eine ganze Menge fromme Lügen. Schau die Schwester an, schau den Bruder an, schau den Pastor an. Nein, schau Jesus an. Und dann hast du ewiges Leben. Ja. Erlösung von falschen Methoden. Erlösung von allen möglichen Täuschungen und Enttäuschungen von falschen Programmen. Ich habe auf meiner Facebook-Seite ja, hier diese ganze Sachen, wie man sich programmiert. Ja. Positives Bekenntnis und wenn du das liest und positiv bekennst, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Der Herr ist mein Hirte. Was der macht, das ist mir vollkommen wurscht, aber er ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße und so weiter. Lass dich erlösen von den ganzen falschen Proklamationen, von verlogenen Menschen. Und jeder Mensch, haben britische Wissenschaftler festgestellt, lügt mehr als 200 Mal am Tag. Ja, 200 Mal. Selbst wenn er denkt, er sagt die Wahrheit, sagt er doch die Unwahrheit. Lass dich erlösen von verlogenen Systemen, von verlogenen Organisationen. Ja, viele merken nicht einmal selbst, dass sie in der Lüge drin stecken bis über die Ohren. Lass dich erlösen. Ich muss. Nein, du musst gar nichts. Du musst nur leben und sterben und dann zu Gott gehen, den Übergang hier schaffen. Man sitzt ja, in einem Flugzeug und man merkt gar nicht draußen, wie der Druck ist, verstehst du, in 10.000 Meter Höhe. Da ist die Atmosphäre ganz anders. Ja, und wenn du dort in Turbulenzen kommst, dann fängst du an zu beten. Ganz einfach. Egal wie. Ich bin in Indien, dann heißt es plötzlich, sagt die Stewardesse, bitte schnallen Sie sich an, nehmen Sie den Kopf zwischen den Füßen. Wir kommen jetzt in eine Turbulenz. Ja, und plötzlich fangen alle zu beten, obwohl die meisten waren gar keine Christen, ja, Atheisten, Buddhisten, Moslems, was auch immer ist. Aber jeder betet zu seinem Gott. Und das ist wichtig, dass jeder zu seinem Gott betet. Ja, der Druck nimmt ab und plötzlich sacken wir ab, vielleicht so 10, 15 Meter. Und das spüren wir. Und plötzlich gehen da, was weiß ich, welche Dinge da auf, dass man so Masken annehmen muss. Ja, die Temperatur ist draußen anders als im Flugzeug. Da ist der Druck ausgeglichen. Du lebst jetzt in einer Gemeinde, das ist auch alles ausgeglichen. Dir geht es vielleicht so wie dem Frosch. Du wirst im Topf gesteckt und wirst gekocht. Es wird langsam wärmer und wärmer und wärmer. Und dann bist du gekocht. Ja, und so geht es. Die meisten merken das gar nicht, dass sie in eine Sekte sind, in irgendeine Religion geraten sind, wo sie gar nicht hin wollten. Es ist so wichtig, dass du lernst, deinen Weg zu finden, wie Gott dich führt. Also ich bin Gott dankbar für meine Wege.
Und ich muss euch ehrlich sagen, es waren meistens Umwege. Meine Wege waren meistens Umwege. Ja, ich bin mal dort gelandet, mal dort gelandet. Ich habe gedacht, die sind ganz was Besonderes und die sind super Heilige. Ich bin in Frankfurt einmal, da kommen ein paar Leute und sagen, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Waren es Mormonen? Ja, wir sind Heilige der letzten Tage. Ich habe gedacht, guck mal, das gibt es gar nicht, dass es noch Heilige gibt. Dann habe ich erst hinterher nachgeguckt, was ist das? Was sind die Heiligen der letzten Tage? Das sind Mormonen. Ja, ich habe auch ihren Glauben, welchen auch immer. Gott segne sie. Aber viele sind in der Irre und in der Sekte. Ja, und am Anfang meines Glaubenslebens bin ich in so verschiedene Sekten gelandet, habe ich gedacht, die sind feurig, die haben Pep, die haben was drauf. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, die wollen nur mein Geld haben. Die wollen mich als Mitglied einwerben. Und ich ließ mich in München in einer Baptistengemeinde taufen. Und das Erste, was sie nach der Taufe gemacht haben, da kam ein Diakon und sagt, hier ist ein Mitgliedsantrag, stell deinen Antrag auf die Gemeinde. Ich wollte kein Mitglied der Gemeinde werden. Ich wollte Jesus gehören und mehr nicht. Ja, und Jesus dienen. Aber die kommen gleich mit Mitgliedsanträgen. Vergiss es. Also wie taufen Leute nicht als Mitglieder von dieser oder jener Gemeinde oder welcher Gemeinde auch immer. Wir gehören zum Leib Jesu Christi. Wir gehören Jesus. Ja, viele Menschen sind falsch programmiert und sind auf dem Holzweg. Man ist in einer toten Kirche. Und was sagt der Herr Jesus Christus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Komm und folge mir nach. Ja, und ich folge Jesus Christus nach. Und ich lasse die Toten ihre Toten begraben. Die sollen sich selber verscharren. Ja, das, was tot ist, bleibt auch tot. Aber Gott will, dass wir leben und volles Genüge haben. Und ich bin so Gott dankbar. Ich bin zum ersten Mal in Neuötting, in Bayern, tief in Bayern, in eine evangelische Kirche mit meinem Freund gegangen, denn ich wollte auch christlich sein. Ich bin ja atheistisch in der Sowjetunion aufgewachsen. Ich habe von Religion und von Gott sowieso nicht viel gehabt. Für mich war Religion Opium fürs Volk. Und dann gehe ich in diese Kirche, dann steht er da und zählt bis 10 und setzt sich hin. Und ich habe gedacht, was hast du gebetet? Ja, ich habe bis 10 gezählt. Weißt du, beten ist nicht bis 10 zählen. Beten ist mit Gott reden, so per Du, von Angesicht zu Angesicht. Ja, es ist so wichtig, dass wir Gott persönlich kennen. Und ich habe gesagt, diesen Gott, nur bis 10 zählen, diesen Gott will ich gar nicht haben. Auf dem pfeife ich. Das ist sowieso Opium fürs Volk. Und viele Menschen sind falsch programmiert und sie merken es nicht. Sie fühlen sich im Recht. Und der war im Recht, verstehst du? Wir saßen sogar noch, ich weiß noch heute, wo wir saßen, wo die Kirche ist. Wir saßen auf der Empore, damit wir alles übersehen können, den Überblick haben. Ja, sind bis 10 gezählt. Und man fühlt sich richtig, man fühlt sich stark, man fühlt sich geistlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann, ja, wo man ist, verstehe Jesus. Und ich sage dir eine Wahrheit, auch Jesus war ein Verstoßener, ein Abgelehnter. Niemand wollte mit ihm was zu tun haben. Viele merken nicht, dass sie geritten werden, von wem auch immer, fremdbestimmt werden, verführt werden. Ja, ist so wichtig, dass du weißt, ich möchte richtig sein. Wenn schon, dann richtig oder gar nicht. Richtig oder gar nicht. Ja, wie oft wollen wir die Wahrheit gar nicht hören? Bis 10 zählen. Ich werde nie vergessen, die Kirche hat so gerochen nach Staub da oben auf der Empore. Ja. Viele wollen sich nicht der Wahrheit stellen. Sie verleugnen ihre Wirklichkeit. Sie spielen sich was vor und glauben, ich bin richtig. Ich bin in der Wahrheit. Ja. Sie machen sich was vor. Mach dir nichts vor. Sei ehrlich zu dir selber. Es ist so wichtig, dass du ehrlich bist zu dir selber. Falsche Reaktionen verschlimmern die Lage nur noch, dramatisieren alles. Wir steigen uns in etwas hinein und denken, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Und weil sind wir eine Sekte? Mormonen. Ja. Wir sollen lernen, an Gott zu glauben, so wie die Natur ihn gibt, so natürlich, so echt, so frisch. Jetzt kommt der Frühling, stell dir mal vor, da kommen die ganzen Grashalme raus. Die waren letztes Jahr, die waren jetzt über Winter gar nicht da, die waren irgendwo verschollen. Ja, aber plötzlich kommen sie raus, weil Gott es will, die Wurzeln.
Geh zurück zu deinen Wurzeln. Was war dein Leben? Die Tür zum Leben wird nur von innen geöffnet. Nur von innen. Hier, mach hier auf. Ich bin mein eigener Kerkermeister. Dumme Gedanken, die fangen hier an, im Kopf. Ja, es gibt so viele unausgegorene Gedanken, die müssen zuerst mal ausgegoren werden. Und ich bin Gott dankbar, dass ich jetzt im Alter vieles begreife, was ich in der Jugend nicht begriffen habe. Und es ist schlimm, in der Jugend als junger Pastor hätte ich, wenn jemand gesagt hat, ich kann an Gott nicht glauben, hätte ich am Schopf gepackt, links und rechts den Ohrwatschel gegeben. Aber heute hat Gott mich gelehrt, und Johannes, wie sieht es bei dir aus, wenn du nicht glauben kannst, wenn bei dir kein Wunder passiert, wenn du nicht geheilt wirst, wenn dir nicht geholfen wird, wenn du keinen Segen hast, wie ist es bei dir? Und ich bin Gott so dankbar, dass mir keine Ohrwatschen mehr geben kann, weil ich das selber durchlebt habe. Ja, ich habe an Gott gezweifelt, ich konnte nicht mal mehr beten. Ich habe eine Phase gehabt in Stuttgart, konnte nicht beten. Da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, was es auch immer gewesen ist. Ja, war so entmutigt, habe ich meine Kinder Tischgebet sprechen lassen, weil ich nicht beten konnte. Und ja, und habe sogar meinen Dienst quittiert, habe meinen Vorsteher gesagt, ich will nicht mehr predigen, ich will nicht anderen Leuten was erzählen und selber nichts haben. Weißt, ich predige anderen von Sieg, von Heilung, von Kraft und von der Herrlichkeit Gottes und selbst erlebe ich nicht. Ich habe meinen Dienst quittiert. Das waren 3-4 Wochen und dann, ja, irgendwie habe ich mich wieder gefangen und du fängst dich immer wieder. Hör mir gut zu. Der liebe Gott sorgt dafür, dass du dich immer wieder fängst. Gefangen, habe meinen Vorschlag gesagt, brauchst niemanden mehr schicken, das mache ich selber jetzt. Ja, und dann kriegt er meinen Vorschlag, einen Brief aus Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg von Stuttgart. Lieber Johannes, liebe Heidi, so hat der Mensch geschrieben, war auch ein Pastor in Barbados, Westindien. Wir müssen von dann bis dann für dich fasten und beten. Was habt ihr für Probleme gehabt? Der hat meine Adresse nicht gehabt, aber der hat über meinen Vorsteher mich angeschrieben. Ja, und es war exakt die Zeit, wo wir nicht beten konnten und wollten. Ja, so ist der liebe Gott, ein guter Herr, ein guter Heiland. Da hat er jemand beauftragt, 15.000 Kilometer in Barbados, Westindien, in der Karibik für uns zu beten. Und das Gebet hat funktioniert. Wir haben uns wieder gefangen. Und heute stehe ich immer noch da. Und in Berlin bin ich schon 30 Jahre. Ja. Dumme Gedanken gehen, müssen ausgegoren werden, ausgestanden werden, überlebt werden. Deshalb sei ehrlich zu dir selber. Vielleicht musst du auch etwas quittieren, so ich. Ja, vielleicht. Faule Gedanken, die muss man entsorgen. Unser Denken ist Gottes größtes Problem. Unser Denken. Wegen ihres Unglaubens konnte der Herr Jesus in Nazareth nichts machen. Und deshalb, wir brauchen Befreiung vom falschen Denken. Was es auch immer ist. Heilige der letzten Tage. Ha, vergiss es. Und die waren fleißig, diese Mormonen. Ja. Wegen ihres Unglaubens. Lass dich von den ganzen negativen Gedanken, von den ganzen Scheinheiligen dich befreien und erlösen. Ja, ist es so wichtig. Und wenn du es nicht tust, das macht der liebe Gott. Du stirbst und dann bist du weg. Ja. Wir brauchen eine gründliche Gehirnwäsche, Gehirnoperation. Hier in der Gemeinde habe ich eine Schwester, die ist zwar jetzt 88, aber ich habe ihr mal eine Seelsorge verpasst. Liebe Schwester, du brauchst einen neuen Kopf. Lass deinen alten Kopf hier. Verstehst du, gib in der Garderobe den Kopf ab. Und du brauchst neues Denken, neues Sehnen. Neues Verstehen. Was weiß ich, du brauchst was Neues. Fang an, geistlich zu denken. Und das hat sie gemacht. Wenn ihr Sohn was Negatives erzählt, dann lässt sie hier rein und da wieder raus. Sie nehmen das gar nicht ernst. Aber es ist so wichtig, dass du das lernst. Einfach ein neues Denken. Vielleicht brauchst du einen Sturzhelm. Aber das ist manchmal, ja. Unser Denken ist manchmal wertlos. Gott sagt, ich will euch einen neuen Geist geben. In Hesekiel Kapitel 11, Vers 19, da heißt es, ich schenke ihnen ein anderes Herz und gebe ihnen einen anderen Geist. Hast du schon einen anderen Geist bekommen? Nicht nur den Heiligen Geist, sondern ein anderes Denken, ein anderes Verstehen, eine andere Sicht der Dinge.
ein anderes Rangehen an diese biblischen Wahrheiten, damit du ja, mit den Gesetzen Gottes leben kannst, so mit den Naturgesetzen, mit alles, was dazugehört. Ich will euch ein neues Denken geben, hat Gott gesagt. Und wenn du mal im Himmel bist, im gelobten Land, dann denkst nicht mehr an das Alte, an diesen Plunder. Und du brauchst dieses neue Denken, bevor du drüben ankommst. Und deshalb mussten die Israeliten 40 Jahre in der Wüste rumtippeln, bis sie das alles verlernt haben. Knoblauch und Kümmel und was weiß ich, die Fische, dass du das alles vergisst und nicht mehr an Ägypten denkst. Du musst radikal umdenken, wenn du dein Ziel erreichen willst. Radikal. Ja. Den Kopf an der Garderobe aufgeben und dort aufhängen und mal kopflos leben. Was es auch immer heißt. Ja. Die gar keine Gedanken mehr machen. Wir machen uns zu viel Gedanken über dieses ganze irdische Zeug. Ich habe auf der Alpwall evangelisiert. Da ist die Frau krank geworden. Dann hat sie gesagt, wer füttert die Tiere? Die werden schon was finden. Oder die Katze, ja, die wird schon was finden, die Maus irgendwo fangen. Ja, wer füttert es? Wir machen uns so viele Gedanken über so nichtige Sachen. Die sind gar nicht redewert. Du musst radikal umdenken, wenn du das Ziel erreichen willst. Umdenken. Und es dauert manchmal 40 Jahre. Nicht 50, 40 Jahre. Das reicht schon. Ja. Bis man klug wird. In Süddeutschland heißt es, der Schwabe wird erst mit 40 klug. Ja. Ja, wir werden klug mit 40 Jahren. Die Israeliten mussten 40 Jahre durch die Wüste ja, gehen, bis sie das ganze ägyptische Denken abgelegt haben, bis die alte Generation gestorben ist. Moses brauchte 40 Jahre, bis er das ganze ägyptische Denken verlernt hat, was dem da eingetrichtert wurde, was man ihm vorgepredigt hat, was er im Palast, im Schloss dort gelernt hat, ja, wo er geschult war. Er war in der ganzen Weisheit Ägyptens unterwiesen, steht in der Bibel. Ja. Das ägyptische Denken ist das logische Denken, Vernunftdenken. Mir sagt es der Verstand, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja. Es klingt vernünftig, aber ist unvernünftig. Das Leben geht weiter auf eine Art und Weise. Ja, es klingt vielleicht einleuchtend, aber nicht von Gott her. Du solltest die Wahrheit erfangen von Gott und die Wahrheit wird dich frei machen. Frag dich immer wieder, verherrlicht das Gott? Dient das dem Nächsten? Dient es mir zum Besten? In meiner Bibel heißt es, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du den Nächsten zweimal nicht lieben. Du musst dich selbst zuerst mal lieben, dich selbst annehmen. Der Herr Petrus, dieser große Apostel, der hat in Matthäus 16, Vers 22 gesagt, als der Herr Jesus erzählt, ich muss zum Kreuz gehen und ich muss sterben. Schöne Geschichte habe ich mal gehabt. Die Kinderstundentante hat bei uns in der großen Kirche erzählt, die Ostergeschichte. Und dann erzählt mein Enkel, der älteste Enkel, erzählt überall, ich muss sterben. Sogar im Kindergarten erzählte, ich muss sterben. Dass sogar mein Sohn kommen musste, sagte, was für Unsinn erzählt ihr Junge, ich muss sterben. Ja, weil sie erzählt hat, ich muss sterben. Ja, Rosemarie. Die hat es den Kindern so beigebracht, ich muss sterben. Ja, wir müssen sterben. Und der Petrus sagt, Herr, das widerfahre dir nicht. Das widerfahre nicht. Und wir sind alle so gepolt. Und wir müssen eigentlich denken, ich muss sterben. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen bei mir. So hat Johannes der Täufer gesagt. Petrus hat nichts Schlimmes gedacht. Er hat keine böse Absicht gehabt. Er wollte das Beste für Jesus. Ich muss sterben. Ja, ich weiß noch heute, wie mein Enkel da rumging und überall erzählt hat und hausieren ging, ich muss sterben. Ja, Jesus sprach vom Kreuz, von seinem Sterben. Petrus wollte seinem Heiland nichts Schlimmes, dass nichts Schlimmes passiert, er wollte ihn bewahren. Wir wollen uns auch manchmal bewahren, von was auch immer ist. Und er sagte, das soll Gott verhüten, das soll er dich bewahren. Das sollte mit dir nicht geschehen, dass du sterben musst. Ja, aber das ist der normale Weg des Menschen. Jesus hat einfach gesagt, Satan hinter mir. Und dann paddelt er fort, nach vorne.
Selbst wenn er vorher die Erleuchtung hatte, du bist der Christus, der Messias, der Heiland der Welt. Ja. Es gibt ein teuflisches Denken, das widerfahre mir nicht. Ich muss sterben. Ich sehe immer noch meinen Enkel. Jetzt studiert er Archäologie. Und was weiß ich, was er noch studiert. Ja, ich muss sterben. Falsches Denken, falsches Grübeln, ja, einfach nachdenken, das macht einen fertig. Ich habe in Stuttgart jemanden gehabt, ich habe in Stuttgart so, ja, war, ich habe gelesen, Satansmesse, also in einer Baugrube war eine Satansmesse und ich habe gedacht, ich biete dem Teufel die Stirn. Und wir haben Anzeigen gemacht, Plakate aufgehängt, Satan kommt, aber Jesus lebt. Und dann kamen die ganzen Satanisten und da war einer dabei, der hat sich sogar die Haare ausgeraubt. Ich, verstehst, möchte verstehen alles und angefangen zu grübeln, wieso und weshalb, ja. Und er ist Christ geworden, bei mir in der Gemeinde nachher geblieben, aber der hat sich die Haare ausgeraubt, buchstäblich. Und ihm sind die Haare ausgegangen, weil er sich so nervlich fertig gemacht hat. Grüble nicht, denk nicht nach, leb dein Leben. Ja, das Grübeln. So viele Menschen haben an den Geist des Grübelns, vor allem Fromme. Wie steht es in der Bibel? Hat es wirklich gesagt? Ist es wirklich die Wahrheit? Wenn es die Wahrheit ist, Gott wird es dir offenbaren. Satan lehrt uns Religion. Ja, er lehrt uns Rebellion gegen Gott. Grübel nicht. Mach so, wie der Spörtchen gesagt hat, beim Fischessen mit den Gräten. Lass es liegen. Lass es wegräumen. Ja, höre auf zu grübeln, den Kopf zu zerbrechen. Wie wird es werden? Werden wir vor der Entrückung, vor der Trübsalzeit entrückt, nach der Trübsalzeit entrückt oder mittendrin entrückt? Was auch immer ist, wir sind in der Hand Gottes. Ja, hör auf, groß nachzudenken. Lebe. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Und je weniger du machst, das hat mir gestern jemand mich gefragt, was soll ich machen mit dem und dem. Und dann hat Gott mir ein Stichwort gegeben, je weniger du machst, desto mehr machst du. Ein Gotteswort. Je weniger du machst, desto mehr machst du, desto mehr kann Gott machen, desto mehr kann sich Gott entfalten. Die Welt wird von den verborgenen Kräften gesteuert. Kräfte brauchen immer eine mechanische Übertragung, Kardanwelle oder eine Kette oder Keilriemen, was auch immer. Die Kraft braucht irgendetwas, damit die Kraft übertragen wird. Ja, und dein Verstand ist es, was die Kraft Gottes in deinem Leben überträgt. Es gibt positive und gibt es negative Kräfte. Deine Träume. Fang an zu träumen. Ich werde gesund. Ja. Und du wirst gesund werden. Ich werde stark und du wirst stark werden. Fang an zu träumen. Gott möchte das Beste für dein Leben. Ja. Du hast vom Leben mehr, wenn du anfängst, positiv zu denken, in aller Liebe. Ich bin nicht für dieses positive Denken, was die Esoteriker auf ihre Fahne geschrieben haben. Ja, aber ich möchte einfach ermutigen, fang an, biblisch zu denken, was gut ist, was wohllautet, was einen aufbaut, was einen ermutigt. Ja, gib dich mit unreinen Menschen nicht ab. Ja, mit ungläubigen oder verbitterten Menschen ab. Ja, werde positiv. Fang an zu glauben. Und dann wirst du zu leben. Paulus sagt einmal, ich glaube, darum rede ich. Ja, fang an. Ja, deine Beziehung ist so wichtig. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Wenn du mit einem Dieb umgehst, wirst du auch ein Dieb werden. Beziehungsweise Schmiere stehen. Wenn du mit einem Lügner umgehst, wirst du auch ein Lügner werden. Oder ein Angeber oder Hochstapler. Was auch immer. Ich habe etwas gelernt. Ich sitze gerne auf dem Balkon, wenn die Sonne scheint und der Himmel ist blau und was weiß ich. Ja. Und ich habe festgestellt, wenn da ein Vogel nicht mehr singt, der ist krank. Und wenn ein Christ nicht mehr singt, ist er krank, bei dem stimmt was nicht. Ja, der hat keine Lust am Leben mehr. Menschen, ja, sind lustige Menschen. Da, wo man singt, da lass dich fröhlich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder, hat jemand gesagt mal. Ja. Das Singen kommt aus dem Herzen. In meiner Bibel heißt es, singt und spielt eurem Gott im Herzen. Nicht nur in der Gemeinde, ganz groß, ja, im Herzen. Mit dem Singen drückst du dein Seelenleben aus. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer sich freut, wer sich jubelt und wer jauchzt, ja, wer Gott dankt, der ist auf der guten Seite.
Singen ist die Urform der Anbetung. Singen. Im Himmel wird gesungen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Halleluja. Ja. Im Himmel ist Lobgesang die Regel. Alles andere ist nur Unsinn. Da wird nicht mehr gepredigt. Da wird nicht mehr geglaubt. Da wird man auch nicht mehr beten mehr. Da wird gesungen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja. Wer also im Himmel kommen will, der muss jetzt hier anfangen zu singen in seinem Herzen. Musizieren, was auch immer ist. Und da vergeht die ganze Depression. Wenn ich manchmal so mein Tief habe, meine Depression habe, jeder Mensch hat das, da gibt es keine Ausnahme, auch der Prediger, dann nehme ich mein Akkordeon, dann spiele ich ein paar Takte, ein bisschen Musik und dann verfliegt mir die ganze Depression. Ja, bin ich wieder in einer anderen Stimmung. Mein Geist lobt Gott, meine Seele erhebt den Herrn, mein Herz jubelt meinem Gott zu. Und das ist wichtig. Fang an zu singen, auch wenn du Stimmbruch hast, auch wenn du krächst. Ohne Gotteslob gibt es kein positives Leben. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, und dann hast du wieder deine Stimmwände in Aktion. Wer nicht singen kann, der wird ganz schnell depressiv und schwermütig. Und ich habe eines festgestellt, die Deutschen singen sehr wenig. Da beerdige ich einen aus Neukölln und frage ich die Angehörigen, was war so sein Hobby, was hat er gerne gemacht. Er war sehr musikalisch. Ja, und habe ich gefragt, hat er Geige gespielt, Klavier gespielt oder sonst noch was, wenigstens Mundharmonika? Nein, er hat Radio gehört. Aber das denkt er musikalisch? Nein, das reicht nicht aus, du musst in deinem Herzen singen, jubeln und jauchzen. Ja. Und bei den Deutschen ist das Singen vergangen, bei den meisten. Die farbigen Geschwister auf den Plantagen Amerikas, die haben ihre Gospellieder gesungen, obwohl sie geschlagen wurden, gepeitscht wurden, getrieben worden sind. Sie haben ihre Lieder gesungen. Oh, ja, wir werden überwinden. Wir werden es schaffen. Ja, auch in schweren, traurigen Zeiten solltest du singen zu Hause. Ja, auf deiner Couch oder wo du auch sitzt. Verstehst, nicht nur Radio hören. Fang an zu singen. Die Kraft des positiven Denkens beginnt mit dem positiven Singen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, und deshalb haben die Alten früher solche herrliche Lieder geschrieben, gesungen. Martin Luther insbesondere. Lass deinen Geist singen. Sing, wenn du krank bist. In der Krankheit. Schluck nicht mit den Medikamenten. Die werden dich nicht gesund machen. Aber fang an zu singen und dann wirst du gesund. Ja, fang an zu singen. Wer leidet, der soll singen, heißt es in der Bibel einmal. Wer Schwierigkeiten hat, Trübsal hat, ja, der soll anfangen zu singen. Paulus hat mitten im Gefängnis um Mitternacht angefangen, mit seinem Bruder Silas zu singen. Lobe den Herrn. Und plötzlich wackeln die Wände. Und plötzlich passiert was. Ja, der Heilige Geist will dich zum Singen bewegen. Nicht nur zu beten in anderen Sprachen. Vergiss es. Also ich singe gerne in Sprachen, in aller Liebe. Dann hat mein Verstand Sabbat. Ich lobe Gott und preise Gott. Ja, pfeife dem Teufel was. Wenn du Sorgen hast, wenn du Krankheit erlebst, wenn du in Not bist, pfeif ihm was. Selbst wenn du nicht singen kannst, pfeif ihm mal was. Und du wirst was bewegen. So wie ein Vogel. Und jeder Vogel kann singen. Ich hätte es nicht geglaubt. Das ordentliche Leben ist nicht Traurigkeit und Depression und Krankheit und Schmerz. Oh, es tut mir weh. Nein, sag Halleluja. Und dann gehst du gleich in die Luft. Oder die anderen. Meine Schwiegermutter, also von meiner Frau, die Frau, die war so ein bisschen pfingstlich, charismatisch, was weiß ich, was sie war, und ist in einer Kirche, in einer evangelischen Kirche, und das, plötzlich sagt der Vater was Großartiges, und dann sagt sie, Halleluja, und alle drehen sich zu ihr hin, alle, ja, sagt nur Halleluja, und der Teufel verliert den Schädel und den Kopf, ja, jag die ganzen Klageweiber aus deiner Situation heraus, dieses Jammern, das können alle, aber preise Gott. Murren verändert nichts, Jammern verändert nichts, löst kein Problem. Murren macht dich nur mürrisch. Ja, verstimm dein Leben. Ja, stell dein Leben auf Lob und Dank. Ja, preis Gott. Sei kein miese Peter
Bruder, was auch immer ist. Negative Menschen, sie kritisieren ständig, richten, verdammen andere und regen sich über andere auf. Negative Menschen sind selbstgerecht, scheinheilig, die Heiligen der letzten Tage. Ja, Mormonen. Negative Menschen richten andere, verteufeln gerne anderen. Sie schreiben alles dem Teufel zu. Ich bin in Atlanta und ich wusste, ich habe eine Adresse gehabt in Atlanta, Downtown. Da ist eine lebendige, charismatische Gemeinde. Und dann sage ich dem Pastor, bei dem ich einquartiert bin, ich möchte gerne die Gemeinde besuchen. Dann sagt der Pastor, nein, da fahren wir nicht hin. Dem hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Also ich möchte den Teufel kennenlernen, der einem die Gemeinde bauen hilft. Und das war eine ganz tolle Gemeinde. Aber ich bin dann trotzdem, nachdem ich den Pastor verlassen habe, bin ich trotzdem zu der Downtown der Stadtgemeinde gefahren. Und es war eine ganz tolle Gemeinde. Ja. Aber der Teufel möchte nicht, dass du in eine Gemeinde gerätst, wo Gott gelobt und gepriesen wirst. Der Teufel hilft ihm, die Gemeinde bauen. Ich störe mich nicht an den blinden, dummen Christen. Tut mir leid. Denkt, was ihr wollt. Der Heilige Geist inspiriert mich. Suche das Beste der Stadt, das Beste des Lebens, das Beste für dich. Der Heilige Geist motiviert uns, das positive Denken, macht uns lebendig und frisch. Er macht die Worte Gottes, das, was wir hier lesen, was wir hier hören, lebendig. Weißt du, ich predige viermal in der Woche, aber der Heilige Geist muss diese alles lebendig machen. Den Satz auferwecken. Das Wort Gottes gibt dir dann plötzlich Kraft. Kürzlich hat mir eine Frau aus Norwegen geschrieben, ihre Predigten geben mir Kraft. Ja, aus Norwegen sogar. Selbst die Predigten werden in Norwegen gehört. Gib mir Kraft. Entdecke das Positive. Ich predige für alle Situationen, für gute Menschen, für schlechte Menschen, für ja, super Fromme. Ja, entdecke diese unendliche Kraft Gottes, die wartet auf dich, das musst du nur annehmen. Und sagen, danke, Herr. Und wozu du nicht danken kannst, brauchst du auch gar nicht mitnehmen. Lass die Sonne in deinem Leben aufgehen. Lass Gottes Herrlichkeit in deinem Leben aufgehen. Ja, in dir stecken große Kräfte, lebendige Kräfte. Du kannst dich selbst verwirklichen in aller Liebe. Du musst es nur richtig anpacken. Von der richtigen Seite. Nicht nur bis 10 zählen. Ich werde es nie vergessen. Das war meine erste christliche Begegnung. Ja. Viele Menschen unterdrücken. Und was weiß ich, was sie alles machen. Unterdrücke nicht. Das, was dein Herz dir sagt, das ist die Wahrheit. Und alles andere ist Lüge. Ja. Das verlogene Zeug. Geh nach deinem Herzen. Das funktioniert. Menschen belügen dich. Hör nicht auf sie. Frag lieber Gott, was ist dran? Was passiert als nächstes? Ja. Deine Wahrnehmung ist so wichtig. Was nimmst du wahr? Auch jetzt in der Predigt, in diesen Stücken hier. Schau Gott in die Augen. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Und unterdrücke nicht deine Gefühle. Das darf ich nicht denken, das ist vom Teufel. Nein, in deinem Herzen kann Gott und der Teufel sein. Beide Mächte wohnen in dir. Entweder der weiße Wolf oder der schwarze Wolf, hat der Indianer-Opa gesagt. Den du fütterst, der wird siegen. Denken und Glauben bestimmen deinen Lebensweg. Wer positiv denkt, der denkt schöpferisch, erfinderisch, fantastisch. Das positive Denken setzt positive Kräfte frei. Ja, welche Kräfte sind in deinem Leben? Wen fütterst du? Hörst du die Predigten von Pastor Matutis? Und ja, mehr als 1000 Predigten auf meiner Homepage-Seite. Da hat neulich jemand gesagt, ich habe 3 Predigten heute Abend gehört. 3 Predigten. Und wenn du 3 Predigten pro Tag hörst, ach, dann bist du am Schluss heiliger. Viele Menschen sind besetzt von Dämonen, von Angst, von Perfektionismus. Sie können sich von der Vergangenheit nicht lösen, sie können das nicht und so weiter. Meine Bibel lehrt Selbstkontrolle, dass du über dich selbst hinauswächst, dass du mehr erreichst, als im Durchschnitt die Menschen erreichen. Ja. Du hast die Grundeinstellung. Das hat der liebe Gott dir mitgegeben, als du auf diese Welt kamst oder wenn du zum ersten Mal in diesen Gottesdiensten bist. Aber jetzt musst du selbst dich entwickeln, selbst dich entfalten. Jetzt bist du dran. Erweitere deinen Horizont.
Ja, und dann siehst du in die Weite. Und je höher du kommst, wenn ich hier auf dem Alex, auf dem Fernsehturm bin, ich kann, wenn ein gutes Wetter ist, bis nach Leipzig sehen. Habe ich gemacht. Ich habe es nicht geglaubt. Ja, aber das musst du probieren. Bis nach Leipzig. Je höher du bist, desto höher. Je näher du dem lieben Gott kommst, desto mehr siehst du, desto mehr Überblick hast du. Ja, erst durch Jesus und den Heiligen Geist wird dein Horizont erweitert. Dein Denken wird göttlich. Und plötzlich siehst du so die Dinge, wie Jesus gesehen hat. Lass doch die Menschen. Lass sie machen, was sie wollen. Ja, lieber Jesus, erst durch dich, Herr Jesus, werden wir die Welt mit ganz anderen Augen sehen, wie sie wirklich ist. Sie vergeht alles, das ist alles nichtig und vergänglich. Es ist alles nur Asche und alles null und nichtig. Aber du bleibst, Herr Jesus, bis in alle Ewigkeit. An dir halten wir uns fest. Dich lassen wir nicht los. Und es wird alles gut werden. Preis Gott. Nimm das mit nach Hause. Bruder, Schwester, es wird alles gut werden. Auch wenn es noch so schlimm und so trüb und düster aussieht. Lieber Gott, hilf uns, dass wir unser Denken erneuern heute Morgen. Ja, damit wir mehr aus unserem Leben machen. Und dass wir befreit werden von all diesem ganzen irdischen Plunder. Das ist alles so vergänglich. Nur du hast alle Macht in alle Ewigkeit. Wir hören das Lied hier noch. Denn er hat seinen Engeln befohlen und wir dessen möchten auch unseren Morgenopfer aufnehmen. Gott möge uns segnen und der Herr sei mit euch. Amen.